26. September 2020. Spiel Nummer 3 für die Feldricher. Letztes Wochenende war hier Auftakt. Am Samstag gegen die Reserve des Bundesligisten FIFA Hüppelstein, also die zweite Mannschaft mit dem Top-Rechsters. Wie sich gut für Hüppelstein am Ende ein 3:9. Umso besser für die Feldricher. Und auch heute sind sie gut gestartet. Klares 1:0, der neue Nummer 1, der in der Saison 2020-2021 erstmals hier spielt. Marius hier. Und eben gehört, Marius Zaus spielt gegen Michael Barum, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist das mittlere Parkholz. Zaus ja auch in guter Form. Das Spiel gegen Hegenberger nächste Woche mit innerhalb 7 Tage 1000 Klicks. Das ist ein gutes Ergebnis. Alle Videos FL gegen Hüttelstein 2 gibt es auf dem gleichen Kanal wie dieses Video hier. Reinhard Steinbrecher auf YouTube. Schaut es euch an. Klickt euch rein. Viel Spaß dabei. Thank you.
Jawohl, Marius Schaus zum 1:1. Und das war er dann. Der Ball zum 1:1 Ausgleich, Marius Schaus gegen Baron. Könnte noch ein richtig spannendes Match werden auf der anderen Seite. Stefan Plattner, Tchekava, kommt überhaupt nicht ins Spiel. Die Beine sind ohnehin nicht mehr die schnellsten, logischerweise. Manch anderer wäre froh, wenn er mit 62 noch so unterwegs wäre. Aber für Regionalliga ist das natürlich eine Geschichte für sich. Aber auch sein Händchen, das er eigentlich hat, hat ihm bisher noch nicht so richtig weitergeholfen. Vielleicht würde er im dritten Satz ein bisschen besser warm, kommt ein bisschen besser ins Match, damit es ein bisschen etwas auch für die Zuschauer gibt, denn zu einseitig ist auch nicht so spannend. Aber zunächst mal hier weiter beim Stande von 1:1 schlägt Baron auf. Thank you.
Thank you.
Gerade noch rechtzeitig hat er da den Matchball verwandelt. Sah fast danach aus, als ob er sich da noch die Butter vom Brot nehmen lassen will. Erster Satz verloren, dann drei souveräne oder relativ souveräne Sätze. Naja, souverän schaut anders aus, wenn man zweimal in der Verlängerung gewinnt, zugegeben. Aber dann doch der vierte Satz eigentlich lange Zeit auf seiner Seite. Am Schluss wurde es noch ein bisschen eng. Die Nerven der Zuschauer ein bisschen strapaziert. Unterm Strich aber 3:1 Marius Zausch gegen Baron. Und sobald ich auf die Anzeigetafel schaue, ja, 4:0 für die Gastgeber aus Feldrich. Und das mittlere Parkkreuz schon nicht so richtig besetzt. Mal sehen, wie sich hinten raus die Sache entwickelt. Da hat Alexander Radosek jedenfalls seit langem mal wieder eine ganz dicke Chance, ein Spiel nach Hause zu bringen. Da reicht eigentlich fast schon defensives Blocken und Kontern, um diesen Gegner in Schach zu halten. Aber vielleicht kommt er ja noch ein bisschen in Schuss zu sehen auf YouTube. Rattersepp, Feldrich gegen Sachsenring, Hohenstein, Ernst Thal. Noch ein Spiel aus dem hinteren Parkkreuz sehen wir hier. Dann geht es wieder vorne weiter, wo es doch etwas spannender wird. Mit den Herrn Grömerschick und Karl Zimmermann. Alle Videos auf YouTube. Stichwort, Suchwort 2020 09 26 Feldrich gegen Hohenstein.